Herzlich willkommen zurück zu Outlast 2, ihr kleinen Milka-Kühlchen. Wir sind kurz davor, in diese Halle zu gehen, beziehungsweise... Und ja, ihr habt mir einige Dinge... ...ans Herz gelegt. Bitte nicht hier hinsuchen. Ihr habt gesagt, ich soll mir bitte mal die Videos angucken. Das ist jetzt alles gerade ein bisschen stressig. Ich hier zu? Gut, gut. Ich muss hier irgendwie mal. Ich muss hier erstmal in einen sicheren Ort kommen. Irgendwie. Ja, klasse, Anna. Ab in die Tonne oder was? Hoch irgendwie. Shit. Gehen wir in die Tonne. Wollen wir uns hier drin die Videos angucken, ohne dass er rumheult? Through that barn. Might lead to the chapel. Ja, ich weiß, dass ich hier durch muss. Warte doch mal eben. Guck mal, da sind immer so Ausrufezeichen. Und das bedeutet doch, dass ich das noch angucken soll, scheinbar. Weil es haben auch einige in die Kommentare geschrieben, ich soll mir die Videos, die ich aufnehme, nochmal ansehen. Deswegen gönn. That woman, or whatever she is, beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Ja, das mit der Kapelle wissen wir ja schon vorher. Aber er redet scheinbar dann nochmal drüber. Das ist ganz nice. Jesus Christ. The others call her Marta. The smell of what she burned, like coal smoke, Frank. Their infants dashed to pieces. Marta. Their women with child shall be ripped up. Aha. Gut. Haben wir noch was? Nee, ne? Gut. Also Marta in der Kapelle. Der Pandora, ey. Ah! Ah! Oh, das war auch gut. War nicht so gemeint. Amina. Oh, willst du den mal aufhalten für mich, Bruder? Oh, guck mal, die Eistonne. Blub, blub, blub. Da will ich halt jetzt nochmal rein. Friere ich jetzt, by the way? Nee. Ich will nicht raus. Was ist denn das? Ich kann jetzt zur Seite, ne? Kleine Mini-Jumps machen. It won't any more loathsome than Mama also furrowed your mama. Ist das denn mal die Wassertonne oder?
I know you was mine, but also your mama. Jetzt gönn. Ich jetzt meilenweit weg. Goodness, Allah! Oh, Scheiße! Ja, alles dreckig. Schön in die Menschen. Das ist ein Pferd. Und Gedärme von irgendwelchen Menschen. Jetzt stinke ich natürlich übel, ne? Kann ich mich irgendwie abwaschen? Soll ich das nochmal filmen, vielleicht? Wie das wird? Nee, nee. Geist Jesu, mach mich bereit. Vater Knopf, leite meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus, erhöre mein Gebet. Heile mich in deinen Wunden. Halte mich an dich, schütze mich vor dieser Welt und bereite mich auf des Teufels Stunde. In der Gemeinde Temple Gate, Alter. Auf dass ich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Okay, ja gut. Das war immer richtig scheiße in Gedichten. Lyrik war nie so meins. Teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Okay. So, an dieser Stelle nochmal kleine Sorry, dass gestern die Folge nicht kam. Ich hab gestern leider. Ich hab's nicht geschafft. Das mal so nebenbei gesagt. Aber wir wollen den Rhythmus hier auf jeden Fall erhalten. There's gotta be another way. Wieder alles im Arsch. Sieht aus, als würde er schon länger da liegen. Ist auch ein bisschen kalt wahrscheinlich auf Dauer. Kleiner Piepmatz, Alter. Okay. Also wir wollen immer noch zu dieser Kapelle.
werden jetzt immer wieder Steine in den Weg gelegt. Das Bild ist nicht klar. Dann soll ich hier hochwollen. Oder liegt noch was? Oh je. Soll ich mich mal verbinden? Nee, geht nicht. Sieht echt nicht so gut aus. Das sieht aus wie, wie heißt der? Nicht Edward mit den Scherenhänden? Jack the Ripper oder sowas? Hannibal Lecter? Wie heißt der denn? Schreib das mal in die Kommentare, ihr wisst schon, wie ich meine, glaube ich. Nee, der hat auch so Scherenhände, oder nicht? War das nicht sogar Edward? Ja, Edward war dieser Johnny Depp, ne? Ja, hier, glaube ich. Hier. Okay. Ich sehe noch richtiges Jump-and-Run-Game, Alter. Oh, meine Hose ist richtig im Ass. Warum ist hier so eine Fackel an? Wer hat die angemacht? Ist ja ganz nett. Aber. Wer ist denn hier hochgeklettert und hat die angemacht? Das ist eine Tropfsteinhöhle hier. Oh shit. Da bin ich jetzt reingerutscht. Also hier geht's so lang. Wenn ich ausmache, ist es komplett leer. Ist komplett dunkel. Ich hasse sowas. So dunkle Orte. Da kommt gleich irgendeine Scheiße um die Ecke. Oh nee. Oh, oh. He said she did it to herself. He said he was protecting you. Yeah, okay. There's gotta be a way back to the village. Yeah. Höhlentempel wurde es genannt, okay. A church. No, no. It's some kind of heretic temple. Aus wie, ist es ein Tier oder ein Mensch? Sieht eher aus wie ein Tier, ne? Also ein Menschenkopf ist jetzt nicht. Irgendwie eine Opfergabe oder so, so ein Lamm oder sowas, was sie da abgeopfert haben oder was? Bestimmt sowas, ne? Dass ich hier so viele Batterien finde, finde ich unnormal belohnt, by the way. Das finde ich richtig geil. Verbinden kann ich mich gerade nicht. Obwohl ich da eben angebumst wurde. Ja, oder auch nicht. Church. Yeah. No. It's some kind of heretic temple. Oder muss ich hier hochklettern? Will er sich hier hochklettern? Warum sollte ich da hochklettern? Da will ich ja hin. Aber wenn ich hier springe, das schaffe ich ja auch nicht. Ich muss schon da. Ich muss nur drücken, oder? Ich versuche mich zwischendurch immer wieder zu heilen, aber. Oh, das heißt nichts Gutes. Wenn ich. Wenn mir jetzt gesagt wird, dass ich in Kanten gucken soll, dann kommt hier zu irgendeine Scheiße. Oh Gott, die Mucke. Und dass hier Licht an ist, ne? Es wurde gerade gespeichert. Wir hatten das Licht hier angemacht. Oh Leute, ich habe da gar keine Lust drauf gerade.
du Scheiße. Die ist noch frisch. Hä? Wo ist hin? Was soll das denn jetzt? Werde ich langsam ein bisschen plemplem? The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Yeah, I know. The chapel. I can see the chapel. How far did this go? I'm feeling in my teeth like the sound of scissors. Feeling in my skin. Kerzen hat irgendjemand angemacht, ich sag euch das. Aber wer? Alter, what the hell? Sind die nur. Das sind gehäutete Menschen, oder? Das ist einfach nur widerlich. Was ist mit Fleisch im Paradies, Alter? 9. März, noch mehr tote Kinder. Knopf sagt. In solchem Kindermord sei keine Sünde. Alter, dieser Typ ist auch krank, ne? Denn sie alle sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen den Erzdämon gefallen sind. All die Kinder mit geöffneten Kehlen und verbranntem Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Okay, das ist halt... Das ist nicht cool, Mann. Simulator spielen. Alter, diese Puppe gibt's in PUBG auch. Die sitzt genau so auf so einem komischen Stuhl. Das ist Papa Knopf, oder was? Jo. Ist der das? Es geht noch weiter hoch. Sullivan. Okay. Es gibt ja auf jeden Fall einige Leute, die das Ganze dokumentieren.
Und sich dann so denken, so, Bruder. Das ist irgendwie alles nicht so geil hier. Aber so wirklich aufleben scheint sich keiner zu wollen. Fast unterwegs, holy shit. Und wieder gespeichert. That might be an elevator. It's up there, isn't it? Power's cut off. They've got to have a generator or something. Fucking thing doesn't run on prayers. The ecstasy of war. The sins of thine are bound up and all debts to God come due. There's wailing. There's pain. There's blood. But it is joyous all. For we are in the sorrows of a true faith. Is it Frankie? The outsider! Oh, der will mich... Ah! Ach so! Ja, gut! Ah! Ich dachte, wenn der... Wenn der nicht rauskommt... Kann ich mal Hallo sagen. Freiwillig wohnen, das kann ich mir noch erzählen. Guck mich ja trotzdem immer an, ne? Aber töten will die mich dann doch nicht irgendwie? God is great and not is his prophet, and not will ransom us from the power of the grave. Not will redeem us from death. The evil attempt is not hidden. Hello, Julie. We are robed in the crimson glory of Revelation. You're standing for a tear, man. Rejoice. Revel in the ecstasy of the Lord. The sins of thine are bound up and all debts to God come due. Alter, wie viele Zimmer, wie viele Betten hier sind? Krass. Abba is a place of breaking forth of, yes, the children of hell, but also the opportunity of our salvation. For God is great and not is his prophet, and not ja, noch, noch, Alter. Wo ist der? Die Frage ist, komme ich jetzt hier raus? Ohne, dass ich ihn kann. Das ist richtig ready, mich zu töten, ne? Komme ich jetzt hier wieder raus? Place of breaking forth the children of hell, but also.
celebration. For God is great, Noth is his prophet, and Noth will ransom us from the power of the grave. Noth will redeem us from death. Oh, Jesus. There! Wie kommt der jetzt raus? I can find my way back to the elevator. Oh! Alter! Bruder! Oh, scheiß Martha! Martha, 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 Martha! Oh, oh, scheiße, Bruder! Oh, 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 also. Welcome the ecstasy of the Lord. The sins of thine are bound up and all debts to God come due. There's wailing, there's pain, there's blood, but it is joyous all, for we are in the sorrows of a travailing woman. And this Abba is a place of great joy. Scheiße! Ach, fick dich doch, du blöde Kuh! Oh, nö! Oh, ich weiß schon, was ich machen muss. Ich muss mich ausruhen. Und dann renne ich zum Aufzug. Scheiße, dein Arsch. Oh, hier liegt noch ein Zettel. Ich weiß jetzt genau, was ich will. Ja, ja. Ich will das jetzt noch eben schaffen. Hof? Ich wusste nicht, dass ich hier reinkomme. Dann komme ich hier auch wieder raus. Thank you.
Alter. Scheiße, mein Arsch. Gut, Leute. An dieser Stelle mache ich erstmal Pause. Wir haben es jetzt zum Auszug geschafft. Kapelle ist nicht mehr weit. Gucken wir mal, ob wir Lynn nächstes Mal finden. Macht's gut, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Leck mich, die Puperze.